Radkorso. Die Regierungen, Mobilitätswende, die Stadtverwaltung jetzt. Und die Landesregierung versprechen schon seit Jahren mehr Klimaschutz. Wir brauchen aber konkrete Projekte. Und ein so ein konkretes Projekt ist die Radschnellverbindung. Die muss jetzt in die Tat umgesetzt werden. Dafür stehen wir, dafür setzen wir uns ein gemeinsam und werden dafür gemeinsam jetzt das Projekt auf die Straße zu bringen. Mein Name ist Martin Schmid und ich nehme dich mit auf eine Tour. Zurück zur Langsamkeit und Vorwärts. Wir haben gehört, in Esslingen setzt man sich ein für die Esslinger Mobilitätswende. Für mehr Platz für Menschen statt mehr Blechlawinen. Wir haben gehört, Esslingen wolle lebenswert werden. Okay, das haben wir schon oft gehört. Mit schönen Worten und schmalen Taten wurden dann klammheimlich Realitäten geschaffen, die uns allen buchstäblich den Atem rauben und uns alleine im Lärm zurücklassen. Mehr Platz fürs Rad heißt in Esslingen seit Jahrzehnten Vorfahrt für die Autos. Natürlich alles verpackt in schöne Worte und leere Versprechungen. Wir fordern daher statt schöner Worte jetzt den wirksamen Ausbau von Radinfrastruktur. Das Land Baden-Württemberg plant seit Jahren eine taugliche Radverbindung durchs Neckartal zwischen Göppingen und Stuttgart. So soll eine schnelle, sichere und klimaneutrale Verbindung geschaffen werden. Das wäre dringend nötig und ein wahrer Segen für Radfahrende. Aber stattdessen kommt aus den Gemeinden bisher nur, warum es nicht geht. Behörden und Naturschützer blockieren beharrlich. Ein Einwand folgt dem nächsten. Hier ein Käfer, da ein Wurm. Hier ein Parkplatz, da ein Todesstreifen. Blockieren ist Tagesgeschäft. Mobilität geht nur gemeinsam. Und gerade weil der Ausbau der B10 zur sechsstreifigen Autobahn schon beschlossene Sache zu sein scheint, und gerade weil die Naturschützer damit offensichtlich gar kein Problem haben, zeigen wir unsere Präsenz auf der B10. Gemeinsam. Alle auf einmal. Aber eigentlich geht es darum, den Radweg endlich Realität werden zu lassen. Das ist ein Nadelstich für sichere, direkte Radwege und gute Netzverknüpfungen für die Anbindung von Wohngebieten, Einkaufsmöglichkeiten und Arbeitsplätzen für ein lebenswertes Esslingen. Und klimagerechte Mobilität für alle. Wir wünschen uns eine Lösung statt schöner Lügen. Wir wünschen
wünschen uns eine Lösung statt schöner Güte. Danke, dass ihr dabei wart. Daumen hoch und lasst ein Abo. Tschüss, bis zum nächsten Mal.